Hallo Leute, heute machen wir einen kleinen Bericht über den Flohmarkt in der Knollenstraße. Willkommen beim großen Flohmarkt hier in Herzberg in der Knollenstraße. Hier gibt es leckeren Apfelsaft und ja, mal gucken, wie er schmeckt. Oh, danke schön. Wow, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Hier hat sich jemand die große Mühe gemacht, einen detaillierten Plan zu schreiben, wo welcher Stand vertreten ist. Und man kann sich das gut abfotografieren und dann hat man den Lageplan immer zur Hand. Hier sind wir am Grillen und bei dem sonnigen Wetter sind die Bratwürste besonders gefragt. Hallo, ich bin die Sandra Schatzschneider und ich habe das zusammen mit meinem Nachbarn oder wir alle zusammen mit meinem Nachbarn, Herrn Alexander Hähnel und Familie organisiert. Ganz einfach aus dem Grund, damit man wieder weiß, jetzt auch zu Corona-Zeiten in Herzberg stattfindet. Ja, willkommen bei dem traditionellen Flohmarkt hier. Ja, keine professionellen Händler und man findet noch die Schätze vom Dachboden. Hier gibt es Freibier. Das ist für den kranken Jungen eine Spendenaktion. Das Bier ist kostenlos und um eine kleine Spende wird gebeten, hier am Katzenstein. Die Beschreibung finden Sie im Video. So, hallo Leute, das war unser Bericht vom Flohmarkt in der Knollenstraße.